und rufe auf Tagesordnungspunkt 9. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Piratenfraktion, Drucksache 19006. Es geht um das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid oder auch zweites Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Marsching das Wort. Bitte, Herr Kollege Marsching. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und im Livestream. Für die Piraten war und ist die Ausübung direkter Demokratie eins der wichtigsten politischen Ziele. Wir glauben, dass jeder Bürger und jede Bürgerin das Recht hat, unmittelbar an der politischen Willensbildung teilzunehmen. Wir fürchten die Bürgerinnen und Bürger nicht, sondern wir ermuntern sie, sich in demokratischer, in rechtsstaatlicher Weise an der Diskussion und an der Entscheidung von Gemeinwohlfragen zu beteiligen. Für uns ist dabei klar, dass die Ausübung direkter Demokratie nicht zu einer Verdrängung der parlamentarischen Demokratie führen wird, sondern zu ihrer konstruktiven Ergänzung. Die Institute des Volksbegehrens und auch des Volksentscheids sind die richtigen Mittel dazu. Die Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen normiert in Artikel 2, Zitat, das Volk bekundet seinen Willen durch Wahl, Volksbegehren und Volksentscheid. Und in Artikel 3, Absatz 1, Zitat, die Gesetzgebung steht dem Volk und der Volksvertretung zu. Die weitere landesverfassungsrechtliche und einfach gesetzliche Ausgestaltung von Volksbegehren und Volksentscheid ist jedoch nicht ausreichend. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir Piraten ein Handicap bei der Durchführung von Volksbegehren beseitigen, nämlich das der zu kurzen Auslegungsfristen bei der amtlichen Listenauslegung. Stimmberechtigte, die an einem Volksbegehren teilnehmen wollen, haben sich nach dem Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid in Abstimmungslisten einzutragen. Nach der gesetzlichen Regelung ist die Auslegung der Abstimmungslisten durch die Gemeindebehörden der Regelfall. Daneben können die Antragsteller dann selbst Unterschriften sammeln. Obwohl aber die amtliche Listenauslegung der gesetzliche Regelfall ist, normiert das Gesetz hierbei nur eine Auslegungsdauer von 18 Wochen. Im Gegensatz dazu beträgt die gesetzliche Dauer der freien Unterschriftensammlung ein ganzes Jahr. Das passt nicht zueinander und wird vielfach kritisiert. Und ich zitiere hier mal den Mehr Demokratie NRW e.V. Wenn man die Amtseintragung für wichtig hält, und das tun wir Piraten, dann sollte man sie auch über die ganze Länge des Volksbegehrens anbieten. Erfahrungsgemäß tragen sich viele Menschen erst zum Ende der Eintragungsfrist in die Listen ein. Die Kommunen legen die Listen aber eher zum Beginn von Volksbegehren aus. Zu dessen Finale fehlt dann die Eintragungsmöglichkeit. Zitat Ende. Genauso ist es zum Beispiel aktuell beim laufenden Volksbegehren G9 jetzt in NRW. Laut Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14. Dezember 2016 über die Zulassung der amtlichen Listenauslegung und der parallelen Durchführung der freien Unterschriftensammlung für das Volksbegehren G9 jetzt läuft die amtliche Auslegung vom 2. Februar bis zum 7. Juni 2017. Die freie Unterschriftensammlung allerdings ist möglich bis zum 4. Januar 2018. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die gesetzlichen Regelungen sollten die erfolgreiche Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden ermöglichen und nicht verhindern. Die Verlängerung der Dauer der amtlichen Listenauslegung ist ein wichtiger Schritt dorthin. Und Sie merken, ich bin da sehr ruhig bei dem Thema, entgegen meiner sonstigen Art, wie Sie mich sonst kennen. Ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam am Ende der Beratung zu einer Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf kommen und wenn wir die amtliche Listenauslegung verlängern würden. Das würde den Volksbegehren helfen und das würde der Demokratie in diesem Land helfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Körfges.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bekennen sich ausdrücklich zum Prinzip der repräsentativen Demokratie. Das schließt allerdings, und zu Recht hat der Vorredner ja auf unsere Landesverfassung hingewiesen, ausdrücklich nicht aus, dass wir auch direktdemokratische Elemente für gut, begrüßenswert und auch notwendig halten. Das haben wir zum Beispiel im Bereich der Gemeinden durch eine Änderung der plebiszitären Formen von Bürgerbeteiligung innerhalb der Kommunen auch deutlich gemacht. Und wir haben darüber hinaus auch bei der Frage der Verfahren bei landesgesetzlicher direkter Demokratie haben wir im Jahre 2011 an einigen Stellen was geändert. Da ging es zum Beispiel auch um den Bereich der amtlich ausgelegten Listen. Wir haben das seinerzeit verlängert. Und ich denke, das ist nicht das dringendste Anliegen. Wir haben heute Abend noch einen weiteren Punkt. Das dringendste Anliegen, wenn es darum geht, die direkt demokratischen Elemente als sinnvolle Ergänzung unserer Verfassung dann hier womöglich schärfer zu fassen. Wir haben auf der anderen Seite, und das will ich an der Stelle auch als jemand, der nicht nur in unserer Fraktion für die Kommunen Verantwortung trägt, sondern auch als jemand, der die kommunale Praxis recht gut kennt, sagen, wir haben auf der anderen Seite natürlich auch gerade bei den amtlichen Listen uns der Tatsache zu versichern, dass wir die Kommunen nicht über Gebühr mit verwaltungsmäßigem Aufwand dann strapazieren, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Wir haben im Augenblick ja das von Ihnen angesprochene Volksbegehren, das sozusagen im Vollzug ist. Ich habe persönlich, und da unterscheidet sich womöglich unsere Wahrnehmung, nicht den Eindruck, dass die Frage der Listen und der Auslegungsdauer dieses Volksbegehren, was im Augenblick läuft, in irgendeiner Form substanziell behindert. Trotzdem werden wir gerne auch über die Frage diskutieren, sehe allerdings, und das will ich zum Abschluss meiner kurzen Ausführung zu dem Thema sagen, eigentlich da keinen vordringlichen Handlungsbedarf an, wenn es nach uns ginge, würden wir uns über die andere Frage, nämlich über die Frage, wie man zum Beispiel die Anzahl der Menschen, die zur Einleitung eines Volksbegehrens erforderlich sind, viel lieber und viel intensiver unterhalten, weil nach meiner Wahrnehmung hakt es an der Stelle. Und da würde ich mich allerdings dann freuen, wenn wir gleich dann hier auch einen größeren Konsens hinkriegen. Den Beratungen im Ausschuss sehen wir entgegen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Körfkes. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Jost Meyer das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zielsetzung des beraten Vorschlages des Gesetzentwurfs ist dargestellt worden, nämlich die Eintragungsfristen bei Volksbegehren mit der freien Unterschriftensammlung zu harmonisieren. Die freie Unterschriftensammlung ist vergleichbar oder lehnt sich an das Verfahren zur Volksinitiative, bei dem die Initiatoren ein Jahr nach Bekanntgabe der Zulassung Zeit haben. In der Verfassungskommission, Herr Kollege Marsching, war dieses Thema, wie Sie wissen, die Listenauslegung kein Schwerpunktthema. Es gab Experten, es gab Sachverständige, die darauf hingewiesen haben, dass das ein Gegenstück sein könnte zu einer weiteren Senkung der Quoren. Dann ist aber gleichzeitig wieder darauf hingewiesen worden, dass die Gefahr da bestehen könnte, dass dass gut organisierte Interessengruppen durch eine weitere Senkung der Quoren vielleicht Vorteile haben könnten oder das Ergebnis als Ganzes vorwegnehmen könnten. Ich sage mal, wir halten diesen Vorschlag, diesen Vorstoß der Piraten, der ja nicht neu ist, wir halten diesen Vorschlag der Piraten nicht für falsch. Wir sind aber sehr dafür, dass wir sorgsam darauf achten müssen, dass die Prinzipien und die Funktionsweise auch der repräsentativen Demokratie funktionsfähig bleiben und ihren Stellenwert behalten. Also insofern sollten wir diese ganze Debatte um die plebiszitären Elemente in diesem Verhältnis auch sehen, inwieweit wir Quoren bei Volksbegehren und Volksentscheid senken und die Funktionsfähigkeit oder die Wirksamkeit der repräsentativen Demokratie auch beibehalten. Wir sind da
kann ich Ihnen voll unterstützen oder kann ich Sie voll unterstützen, Herr Marsching. Wir sind genauso wie Sie für die unmittelbare Teilnahme der Bevölkerung an Fragen des Gemeinwohls. Das ist überhaupt keine Frage. Ich darf aber auch darauf hinweisen, dass wir es im Wesentlichen gewesen sind, damals unterstützt von den Grünen, und die SPD hat sich dann nachher da drangehängt, Herr Kollege Körfges, in den Jahren 2003 und 2004 haben wir die Volksinitiative als Institut neu in die Verfassung hereingebracht, und wir haben damals schon die Quoren bei Volksbegehren und Volksentscheid wesentlich da gesenkt. Also wir sind einer Diskussion bei diesem Thema, stehen wir sehr offen gegenüber, und wir stimmen dann natürlich der Überweisung und der weiteren Diskussion im Hauptausschuss zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Jostmeier. Für die Fraktion der Grünen spricht Herr Kollege Engstfeld. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, an die Piratenfraktion von unserer Seite vielen Dank für diese Gesetzesinitiative. Wir diskutieren natürlich regelmäßig und häufig hier in diesem Hohen Haus das Verhältnis repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie. Da sind wir gerne mit dabei. Das haben wir ja auch ganz ausführlich in der Verfassungskommission gemacht, allerdings mit keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Die Sachlage ist ausreichend, glaube ich, mal von meinen Vorrednern dargestellt worden. Es geht, glaube ich, eher um die Positionierung und Einschätzung von den einzelnen Fraktionen. Unserer Meinung nach von der grünen Seite können wir natürlich sehr gerne über die Erleichterung des Verfahrens zur Durchführung von Volksbegehren diskutieren. Die Auslegungsfristen kann man gerne hinterfragen aus unserer Perspektive. Wir haben, das ist ja zur Überweisung heute, zwei Fragen, glaube ich, die uns hier, als wir den Gesetzentwurf noch mal angeschaut haben, die sich uns gestellt haben, nämlich einerseits sprechen Sie von Harmonisierung der Fristen, amtliche und freie Unterschriftensammlung, sagen dann aber im Text, dass die amtliche Auslegung bis zum Abschluss des Volksbegehrens erfolgen soll. Wir verstehen das so, bis zum Abschluss des Volksbegehrens, zum Abschluss des kompletten Verfahrens, das wäre nach Auswertung, dann hätten wir ein Problem, weil dann ist es nicht harmonisiert. In Ihrem Text, den Sie hier vorgelegt haben, gehen Sie ja nur an die amtlichen Fristen ran, aber nicht an die freie Unterschriftensammlung. Das heißt, die 12 Monate bleiben bestehen. Das könnte unterschiedliche Zeitläufe zur Folge haben. Das müsste man jetzt in der weiteren Debatte mal klären, ob wir uns da gleich verstehen und wie man das ausdrücken kann. Das wäre der eine Punkt. Der zweite ist beim Inkrafttreten. Da haben Sie geschrieben, am Tag der Verkündung soll dieses Gesetz in Kraft treten. Sie haben selber angesprochen, wir haben ja laufende Volksbegehren wie G8, G9. Da muss man natürlich gucken, dass das rechtssicher auch läuft, dass die tangiert sind, nicht tangiert sind, muss man vielleicht rückdatieren. Also dieser Begriff am Tag der Verkündung, wie gehen wir damit um, wie in dem Fall jetzt, wenn wir laufende Volksbegehren haben, weil die möchten natürlich nicht stören und da irritierend wirken. Das muss man einfach klären, glaube ich, im Laufe der Strecke. Insofern freue ich mich auf die weiteren Beratungen. Es kann ja nur dazu führen, dass wir da noch mal intensiver und präziser werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Engstfeld. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Freimuth. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Unterschriften im Rahmen von Volksbegehren können in zweierlei Verfahren gesammelt werden. Es wurde schon gesagt, eben durch die Listenauslegung bei den Gemeinden und durch freie Unterschriftensammlungen in der Öffentlichkeit. Der Gesetzentwurf betrifft jetzt so in der Tat die Listenauslegung bei den Gemeinden und trifft als einzige Regelung dort eine Verlängerung des Auslegungszeitraums für die Eintragungslisten bei den Volksbegehren nach Artikel 68 der Landesverfassung. Bisher ist die verbindliche Auslegung bei den Kommunen im Zeitraum zwischen der 5. und 22. Woche nach öffentlicher Bekanntmachung des Volksbegehrens zugrunde liegend, mit Gründen versehene versehenen Gesetzentwurfs vorgesehen. Diese Frist will der Piratenentwurf eben ändern und die vorgesehene Höchstfrist von 12 Monaten ab Bekanntmachung eben anpassen, indem die kommunalen Auslegungsbeschränkungen entfallen.
Zur Begründung geben die Piraten an, die meisten Unterschriften würden ohnehin, das ist ja auch gerade von dem Kollegen vorgetragen worden, erst in der Spätphase des Volksbegehrens geleistet. Aus unserer Sicht ist die vorgeschlagene Änderung und Angleichung nicht zwingend notwendig. Die freie Unterschriftensammlung gewährleistet bereits einen hinreichend langen Sammlungszeitraum für Unterschriften und ist in der Regel auch weitaus öffentlichkeitswirksamer als eine Auslage beim Bürgeramt oder Rathaus zum Beispiel. Zudem entsteht für die Gemeinden durch ein längeres Vorhalten der Listen zusätzlicher, wenngleich sicherlich noch überschaubarer Aufwand. Die Verlängerung des Auslegungszeitraums würde zwar bewirken, dass eine feste örtliche Anlaufstelle für eintragungswillige Unterstützer eines Volksbegehrens zu jedem Zeitpunkt im Verfahren besteht, aber das widerspricht doch dem gesetzlichen Leitgedanken der grundsätzlichen Verantwortlichkeit des Initiators des Volksbegehrens, etwa durch § 15 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes, der für die Fälle einer freien Unterschriftensammlung die Übersendung der bei den Gemeinden abgeschlossenen Listen an die Verantwortlichen des Volksbegehrens und eben nicht an den Wahlleiter oder die Wahlleiterin vorsieht. Eine Auslage bei den Gemeinden für die gesamte Dauer des Verfahrens würde aus unserer Sicht die Verantwortlichkeit zurückdrängen, da die Initiatoren des Begehrens auf die freie Unterschriftensammlung auch komplett verzichten und auch im Falle eines hohen Interesses der Bevölkerung an dem Gegenstand des Volksbegehrens an die Gemeinden verweisen könnte. Letztlich läge dann die Durchführungslast nicht mehr beim Initiator, sondern faktisch bei den Kommunen, obgleich diese das Begehren oftmals gerade nicht initiiert haben. Vor diesem Hintergrund haben wir erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit des Gesetzentwurfs. Zudem erweist sich der Entwurf auch als unvollständig, da eine Übersendung der abgeschlossenen gemeindlichen Listen an andere Personen als an den Wahlleiter bei identischer Verfahrensdauer von gemeindlichen und freien Unterschriftensammlungen keinen Sinn mehr ergibt. Insofern müssten also auch noch andere Regelungen aufgehoben werden. Das können wir sicherlich im Fachausschuss und werden wir auch im Fachausschuss gerne noch einmal diskutieren. Der Überweisung stimmen wir selbstverständlich zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Ich bin gestern schon zweimal angetäuscht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Landesregierung sind wir sehr daran interessiert, aktiv Bürgerinnen und Bürger dieses Landes an politischen Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Deshalb haben wir Ende 2011 den Zeitraum für die Auslegung der Listen von 8 auf 18 Wochen verlängert. Aktuell erleben wir das erste Volksbegehren seit dem Jahre 1978. Es lautet G9 jetzt. Ich glaube, wir erwarten alle mit Spannung das Ergebnis. Das gesamte Verfahren aber ist für uns wichtig, weil wir daraus Rückschlüsse ziehen können, was gut war und was weniger gut war. Aktuell zeigt sich bereits, dass die Regelung der Zeitraum für die amtliche Listenauslegung einen großen sachlichen und personellen Verwaltungsaufwand bedeutet. Neben der Auslegungszeit von 18 Wochen müssen die Kommunen weiteres leisten. Bekanntmachung, die Aufstellung, die Pflege und Abschluss eines Wählerverzeichnisses, die Versendung von Eintragungsscheinen und das oftmals gleich von mehreren Stellen. Das Zeitfenster von 18 Wochen für die amtliche Auslegung ist vom 2. Februar diesen Jahres bis zum 7. Juni diesen Jahres vorgesehen. Das Volksbegehren endet damit am 5.1. des nächsten Jahres. Die Piraten schlagen vor, die freie Unterschriftensammlung bis zum Ende fortzuführen. Das würde die Auslegung noch einmal um 30 Wochen verlängern. Es bedarf hier tatsächlich einer Abwägung, was ist der Nutzen, wie groß ist der Aufwand, vor allem mit Blick auf unsere Kommunen. Dieser Frage sollten wir uns stellen, wenn das Volksbegehren abgeschlossen ist. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn wir daraus Rückschlüsse ziehen können, dann ist eine Evaluation geboten, vor allem mit dem Ziel, das Verfahren möglichst zu vereinfachen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Piratenfraktion hat sich noch einmal Herr Kollege Marsching zu Wort gemeldet. Er weiß sicherlich um die Begrenzung seiner
noch zur Verfügung stehende Zeit. Bitte schön. Jawohl. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich beeile mich, mache es auch ganz, ganz kurz. Ich plädiere in Richtung CDU. Herr Jostmeier, am Anfang hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass Sie ausdrücken, dass Sie an demselben Leiden, an demselben Symptom wie die FDP und dass Sie Angst haben vor den Bürgerinnen und Bürgern. Am Ende haben Sie das ein bisschen relativiert. Ich hoffe, dass wir da zusammenkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP-Fraktion, haben Sie keine Angst vor den Bürgern. Die beißen nicht, die wollen einfach nur ihre demokratischen Rechte wahrnehmen. Nach dem, was Sie gerade gesagt haben, wenn die Auslegung tatsächlich so ein großes Problem wäre, statt der gesetzliche Regelfall, weil so steht es nur beim Gesetz, dann könnte man diese Auslegung auch abschaffen. Und genau das will das Gesetz ja nicht. Wir haben das erste Volksbegehren seit 35 Jahren. Und ich glaube, wir sollten jetzt ganz genau hingucken und nicht erst, wenn das Volksbegehren abgeschlossen ist. Wir können jetzt lernen. Lassen Sie uns da dran gehen. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Marsching. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 14006 an den Hauptausschuss federführend sowie an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist jeweils nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10. Antrag